Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension. Sprossenzucht leicht gemacht von Silke Leopold. Ganz am Anfang, ich kenne Silke nun schon seit ungefähr 2 Jahren und sie ist eine wirkliche Freundin geworden, weil sie ein Mensch ist, der das Herz am rechten Fleck hat, der die Menschen zur Rohkost inspiriert und mir auch persönlich schon oft geholfen hat. Ich würde niemals eine öffentlich vernichtende Kritik ihres Werkes zum Besten geben. Deswegen seht dieses Video eher als eine Empfehlung als eine neutrale Rezension. Aber ich hätte das Buch nicht vorgestellt, wenn ich es nicht wirklich als Bereicherung sehen würde. Das wollte ich auch vorher nur nochmal explizit gesagt haben, dass ich durchaus persönlich involviert bin aufgrund meiner Sympathie zu Silke. Aber wenn das Buch scheiße gewesen wäre, sorry Silke, dann hätte ich es auch nicht vorgestellt. Und der ein oder andere YouTuber weiß das auch, der mich gefragt hat, ob ich sein Buch vorstelle. Und aus dem Grund, dass ich nicht von dem Buch überzeugt bin, es muss nicht scheiße gewesen sein, aber weil ich nicht überzeugt bin, entweder vom Preis oder vom Preis-Leistungs-Verhältnis, habe ich auch schon 3 Bücher nicht vorgestellt. Weil ja, ich kann nur das vorstellen oder das empfehlen. Vorstellen kann ich alles, bloß dann stelle ich es halt ehrlich vor, wie die letzte Woche diese Einstandbewertung, ne? Das Unternehmen, die an mich rankommen, Buch rezensieren, ja, ich rezensiere und dann bin ich natürlich auch knallhart. Aber wenn ich persönlich involviert bin, dann bin ich ehrlich genug, um zu sagen, da sage ich, pass auf, wenn es gut ist, stelle ich es vor, wenn es schlecht ist, stelle ich es nicht vor. Aber ich stelle es nicht vor und sage, es ist gut, wenn es scheiße ist. Also das nur mal vorneweg. Also wie gesagt, Silke als Mensch schätze ich unglaublich und entsprechend befangen bin ich auch, das nur mal vorweg, dass ich das richtig einordnen kann. Ne? Also Sprossenzucht leicht gemacht, das sind 230 Seiten prall gefüllt mit allem Wissenswerten zum Thema Sprossen und Gräser. Und das alles, das ist keine Übertreibung. Ich blende Euch mal das Inhaltsverzeichnis ein und da erkennt ihr, was da einer unglaublichen Fülle an Informationen geboten wird. Silke beginnt ihr Buch mit der Rohkost als solches, welche von ihr nach wie vor sehr undogmatisch gesehen wird und sicher auch deshalb dazu geführt hat, dass sie die Rohkosternährung für sich selbst schon seit vielen Jahren quasi zu 100% angenommen hat. Viele Autoren in der Rohkostszene sind sehr dogmatisch. An der Stelle sei auch mal die Angelika Fischer zu nennen, deren Buch, diese Rohkostbibel oder wie das hieß, das habe ich ja schon mal rezensiert, auch nicht unbedingt meinen Anklang gefunden hat, obwohl es auch gute Sachen gab. Aber vor allem war sie sehr dogmatisch und das mag ich überhaupt nicht. Und Silke ist eben sehr undogmatisch in ihrer Rohkost und auch entsprechend in dem Buch. Und das finde ich halt wirklich einfach so erwähnenswert und auch so toll und vor allem auch so wichtig. Da habe ich ja schon tausende Videos dazu gemacht, dass man die Rohkost langsam angehen sollte und wirklich mit Freude. Und das ist halt bei Silke auch. Sie sieht die Rohkost mit Freude und sie geht die Rohkost entspannt an und eben nicht wie zum Beispiel eine Angelika Fischer, die allerdings auch von Krankheit geprägt quasi gezwungen war, die Rohkost anzunehmen. Und das ist ja bei den meisten so. Sie nehmen die Rohkost erst an, wenn sie Diabetes haben. Sie nehmen die Rohkost an, wenn sie Krankheiten haben, Krebs, Multiple Sklerose, als quasi letzten Anker. Und ist ja nicht immer so, dass die Rohkost dann zum gewünschten Ergebnis führt. Ne? Nicht jeder Krebs kann durch Rohkost geheilt werden. Also das auch mal dazu gesagt. Und deswegen ist es gut anzufangen, wenn man noch gesund ist mit der Rohkost, um dann wirklich die Gesundheit zu erhalten. Ne? Auch das mal so als, als Information, dass die Silke da in dem ersten Kapitel auch darauf Bezug nimmt auf die Rohkost als solches und dass es bei ihr aus Lebenslust entsteht und nicht aus Zwang und Regelwut. Nachdem dann auf den ersten ungefähr 60 Seiten dann Informationen über Sprossen, über Gräser, also allgemeine Wasser, Gerätschaften, Chlorophyll, Enzyme, Licht und Dunkelkeime und so weiter zu finden sind. Also es geht so bis Seite 60 ungefähr. Wir haben ab Seite 60 35 verschiedene Sprossen und Gräser individuell vorgestellt. Und zwar nicht einfach nur allgemeines Blabla, sondern konkrete Fakten. Das bedeutet, welche Mikronährstoffe sind enthalten? Wie ist die daraus resultierende Wirkung, die gesundheitliche Wirkung für den Körper? Welches Keimgerät ist die beste Alternative für diesen kleinen, für diese Sprosse oder für diesen, wie heißt eigentlich die kleine Kuller? Ja, für die Kuller. Welches ist die beste für diese kleine Kuller? Silke, straf mich ab, was der korrekte Begriff ist, weiß ich nicht. Den Sämling, den Samen. Samen ist gut, ja.
Wie lange sollte man keimen? Wie lange sollte man vorher einweichen? Wie sollte man einweichen? Bei welcher Temperatur? Wie oft sollte man wässern? Und ob der eventuelle Übergang zu Grünkraut gewünscht ist oder nicht? Und wenn ja, wie das im jeweiligen Fall funktioniert. Auf jeden Fall total viele Informationen. Dazu bei fast allem Sprossen eigene Bilder. Wie die Sprossen quasi vorher und wie sie danach auszusehen haben. Am Ende des Kapitels gibt es dann noch eine Tabelle zum Ausdrucken oder als Kurzreferenz fürs iPad, dass man mal kurz nachgucken kann, die man quasi dann immer griffbereit hat. Also wie gesagt, ich habe es ausgedruckt und habe es bei mir in der Küche hängen und das sind alle 35 drauf und dann kann man halt auf den ersten Blick, da hat man alle kurzen Informationen und wenn man dann mehr will, kann man ja im Buch nochmal nachlesen. Einfach perfekt. Dasselbe dann eben auch mit Gräsern, Nüssen, Samen und Körnern, was da alles noch gibt, das nicht ganz so ausführlich, aber halt auch mehr als man eigentlich wissen will. So ungefähr. Also mir war es vor allem, die Sprossen waren mir wichtig. Geht danach, nachdem sie alles vorgestellt hat, auch darauf ein, wie Fehler entstehen können und wie diese Fehler vermieden werden können. Alleine bis hierher, also das war das, was ich erwartet habe, das war das Sprossenbuch, eine absolute Kaufempfehlung und so komprimiert und so zusammengefasst, da findet man diese Informationen für diese 35 Sprossen nirgendwo im Internet. Ich selber habe schon nach Übersichten im Internet gesucht und auch entsprechend ausgedrückt bezüglich verschiedener Sprossenarten und Informationen. Aber das sind immer nur wesentlich so, mal 10, 15 ausgewählte Sachen und dann gibt es mal die Information das. Aber hier hast du wirklich in einer Hand alles. Also 35. Das ist natürlich auch nicht alles, aber es ist schon wahnsinnig viel. Und das Buch ist an der Stelle sozusagen schon wirklich einzigartig und jeden Euro wert. Zum Preis kommen wir dann später noch. Aber es geht auch noch inhaltlich weiter, denn nun kommen, nachdem das Buch eigentlich für mich schon beendet war, auf knapp 100 Seiten richtig viele geile Rezepte mit Sprossen. Denn nur die wenigsten werden einfach nur die Sprossen keimen und dann essen, sondern sie wollen sie auch irgendwie in Mahlzeiten integrieren wollen. Und ja, da kommt echt ein Haufen unterschiedlicher Rezepte zusammen. Und ja, weil die Silke einfach so mega sympathisch ist, haben viele bekannte YouTuber und Blogger unter anderem War Future, Vegan Feeling, Einfach nur anfangen, Happy Detox, Elo und Auna genauso ihre Rezepte zur Verfügung gestellt wie Rohkostrestaurants und Freunde, die sie dann auch in diesem ersten Teil der Rezepte aufführen. Unter anderem ist da ein richtig geiler Nackthafer-Tomatensalat dabei vom War Spirit. Den müssen wir unbedingt machen. Ja, also ich habe natürlich auch was da bereitgestellt und das ist der Salat, den ich häufig mal zum Rohkost-Potluck mitbringe. Und ja, der Großteil der Rezepte, der dann sozusagen dann folgt, ist aber von Silke persönlich und summa summarum sind das über 80 Rezepte, fein sauber aufgeschrieben mit Schritt für Schritt Anleitung und mit Bild. Mal unter uns, das Buch war schon nur mit den Sprosseninformationen sein Geld mehr als wert. Der Preis beträgt nämlich nur 17 Euro. Und wenn Silke auch nur eine Spur des Erfolgshungers und des Geldstrebens wie andere Blogger hätten, dann hätte sie aus diesem Buch zwei Bücher gemacht. Weil das Rezeptebuch ist locker dasselbe nochmal wert. Das Feedback der Käufer ist auch durchweg. Mensch Silke, warum hast du das Buch nur so billig gemacht? Und das ist jetzt kein irgendwie abgedroschener Slogan, das ist direktes Feedback, das ist wirkliches Feedback der Menschen, weil sie eben auch Silke als Mensch sehen mit ihren Videos. Das Buch ist wirklich viel mehr wert gemessen am aktuellen Preis. Aber genau deshalb ist Silke und so wie sie ist und genau deshalb verstehen wir uns auch so gut. Wir sind auf einer Wellenlänge, was das angeht. Und lieber etwas zu preiswert anbieten, als mit Dollarzeichen im Auge durch die Decke starten und so weiter. Silke ist genau wie das Buch ehrlich und authentisch. Es gab in meinen Rezensionen noch kein Buch, was ein so derart unverschämt günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis hatte. Ich finde es einfach überragend und kann nur wirklich eine absolute Kaufempfehlung 5 Sterne und 10 Elefanten oder was auch immer dafür aussprechen und das tue ich als Rezensent eben genauso gerne wie auch als Freund. Und wenn Euch das Geld zu wenig ist, dann könnt ihr Silke natürlich trotzdem noch per Patreon oder per PayPal, genau wie ihr mich unterstützt, ebenso auch unterstützen. Und so sollte auch die Zukunft aussehen. Freiwilligkeit gerne geben und keine überteuerten Produkte, nur weil man es kann und sich selbst bereichern will. Sowas fällt einem über kurz oder lang eh wieder auf die Füße. Geld als Tauschmittel ist wichtig, aber man sollte es nicht überpriorisieren und sein Leben darauf aufbauen. Bau dein Leben auf einer gesunden Ernährung auf einen hohen Anteil der Rohkost und dann würde dir dieses Buch massiv helfen. Ach, ich bin ein Meister der guten Übergänge.
Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Das bleibt Euch überlassen. Euer Christian. Tschüss.